Ein Paar sucht verzweifelt eine Unterkunft, denn die Frau ist hochschwanger. Aber niemand will Maria und Josef aufnehmen. Die letzte Zuflucht, ein Stall. Dort kommt das Kind zur Welt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist geboren. Himmlische Engel verkünden den Hirten auf dem Feld die frohe Botschaft von der Geburt. So steht die Weihnachtsgeschichte geschrieben beim Evangelisten Lukas im Neuen Testament. Die Bibel ordnet das Geschehen auch zeitlich ein, nämlich als Augustus in Rom Kaiser und Quirinius unter König Herodes der Statthalter in Syrien war. Ob Jesus wirklich in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember zur Welt kam und in welchem Jahr, ist allerdings nicht genau belegt. Christen feiern die Geburt Jesu seit dem 4. Jahrhundert, nachdem das Christentum im Römischen Reich die Staatsreligion geworden war. Die Menschen orientierten sich am römischen Festtagskalender. Der 25. Dezember war der Tag der Wintersonnenwende, der Geburtstag des Sonnengottes Sol Invictus, auf Deutsch unbesiegter Sonnengott. Für die Christen ist Jesus Christus das Licht der Welt. Lichter spielen bis heute zu Weihnachten eine große Rolle, zum Beispiel die Kerzen am Weihnachtsbaum. Den Baum gibt es aber erst seit ungefähr 500 Jahren. Noch jünger ist der Weihnachtsmann mit rotem Mantel und weißem Rauschebart. Der hat mit der Bibel rein gar nichts mehr zu tun. In vielen Ländern ist der 25. Dezember ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden ist auch der 26. Dezember Feiertag. Orthodoxe Kirchen im Osten, wie die russische oder die serbische, feiern ihr Weihnachtsfest nach dem alten julianischen Kalender, also vom 6. auf den 7. Januar.